Hey Leute, Marvin hier. Viele haben sich jetzt in letzter Zeit gefragt, was ist los? Ja, ich habe jetzt schon länger nichts mehr auf meinem Kanal hochgeladen und sonst hat man auch nichts mehr von mir gehört. Ich glaube, 3 Monate oder so ist das jetzt schon her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe und dann kam einfach so gar nichts mehr. Ja, hat das jetzt was mit Season 2 zu tun oder so? Also, ich mach's kurz, ich höre mit den Let's Plays auf. Und nein, ich höre nicht ganz mit YouTube auf. Sag es einfach nur, ich hatte da gar keine Zeit mehr für Let's Plays und ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt ganz andere Dinge vor und zwar in etwa einem Jahr wird vielleicht ein Film rauskommen. Ich bin gerade schon mächtig in Vorbereitungsarbeiten und da kommt auch gerade schon bei mir eine Nachricht rein von einem Freund, mit dem ich auch demnächst einen Film gedreht habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon mehr Infos zu sagen darf. Er will den erst in Kürze veröffentlichen. Aber ja, wir sind gerade da wirklich noch in der Planung. Story steht auch noch nicht ganz. Aber dass der Film gemacht wird, da steht fest. Ja, was mache ich dann jetzt sonst so? Ich habe mir gedacht, vielleicht nehmen wir mal ein paar Kurzfilme. Aber dazu habe ich einfach viel zu wenig Zeit. Bei ganz von Games weg will ich auch nicht, deshalb habe ich mir jetzt gedacht, komm, Indie Games. Wird vielleicht jede Woche oder so, wenn ich Zeit habe, ein Game Check kommen, so heißt das Format. Will ich irgendein Indie Game nehmen und ja, das kurz anspielen, vorstellen. Ich will das nicht so in der Let's Play Form machen, mehr so Richtung Zusammenschnitt. Und im Rahmen von diesen Indie Games Game Checks habe ich auch das Indie Games Wiki gegründet. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Dort möchte ich zusammen mit euch Informationen zu sehr vielen Indie Games sammeln. Paar Einträge zu den Spielen, die ich demnächst vorstelle, habe ich da schon gemacht. Es gibt auch immer wieder tolle Aktionen. Jeder kann sich da beteiligen. Und das soll wirklich mal so ein Index von vielen Indie-Games werden. Wäre toll, wenn der auf jeden Fall mal vorbeischaut. Der erste Game-Check kommt dann übrigens, wenn alles gut läuft, schon in der nächsten Woche Samstag. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht samstags jede Woche ein Video hochzuladen. Wenn es nicht geht, dann kommt halt kein Video. Will ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn nicht, dann nicht. Das hier wollte ich eigentlich auch schon am Samstagmittag hochladen, aber es ist schon wieder Samstagabend. Und ihr seht, es ist das halt, wenn man keine Zeit hat. Ich will mir damit keinen Stress mehr machen. Ich will mich auf andere Dinge konzentrieren und einen Gamecheck dann halt nur so nebenbei machen. So. Ich gibt's jetzt noch irgendwas zu sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, stellt mir die bitte in den Kommentaren. Ich würde sie gerne dann in den nächsten Videos auch einfach mal so beantworten. Wenn euch gefällt, was ich dann hier in nächster Zeit mache, dann bitte gebt mir Feedback. Ich brauche das auf jeden Fall, damit ich meinen Content verbessern kann. Und ja, ich labere hier schon wieder sehr viel rum, dafür, dass ich noch kein Video dazu rausgebracht habe. Ja, also die Ära mit den Let's Plays ist auf jeden Fall so gut wie abgeschlossen. Vielleicht mache ich damit auch irgendwann mal weiter, wenn ich wieder Lust drauf habe, aber erstmal nicht. Minecraft habe ich auch seitdem gar nichts mehr mit zu tun gehabt. Also macht euch da keine Hoffnung, dass ich dann nochmal Minecraft Let's Plays rausbringe. Und wenn ihr wirklich welche haben wollt, es gibt genug andere Let's Player, die Minecraft eher schlecht als recht auf YouTube machen. Und besser als ich machen es eh genügend Leute. Ja, von daher, wir sehen uns dann im nächsten ersten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Stopp, das war doch noch nicht alles. Mir ist gerade noch was ganz Wichtiges eingefallen. Manchmal mein Mikrofon wieder ein bisschen richtiger machen soll. Ja, vielen hat ja gerade das Format Alte 4 Show früher sehr gut gefallen. Gerade die Folge mit den drei Admins vom Fire Earth Minecraft Server. Action. Hallo YouTube. Ich brauche kein Gott. Mofa, ich habe ein Fahrrad. Heute werden Autos für Sie. Grand Theft Motorrad. Was wäre, wenn ich Alt F4 ein Bann gebe? Nein, Spaß.
Dann werde ich diese Folge niemals online stellen. Dann werde ich auch hier jemand aufziehen. Aber sowas von. Ausziehen? Okay. Ganz ausziehen? Soll man aufhören, mich Schmelzer zu nennen? Es nervt langsam. Was, wie zu nennen? Das hab ich schon öfter gesagt. Wie zu nennen? Pelzer, es nervt einfach langsam. Ja, ich habe mir das überlegt, dieses Format noch ein bisschen ausarbeiten und dann wird es das eventuell auch bald wieder geben. Vielleicht unter neuem Namen, vielleicht unter altem Namen. Schuldig mit einigen neuen Elementen. Aber es soll auf jeden Fall genauso gut werden, wie es damals war. Und natürlich auch mit einigen anderen Leuten. Ja, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Video. Ciao.